und willkommen! Da seid ihr ja schon wieder. Für alle, die sich fragen, wie kriegt man denn jetzt CD1 und CD2 in der ScumVM zum Laufen, kopiert einfach den gesamten CD-Inhalt von CD1 in den Ordner und schiebt alles, was in CD2 ist, auch mit rein. Und das bisschen, was er anmeckert, könnt ihr einfach überspringen. Gut, dann machen wir uns noch glatt mal auf den Weg auf hohe See und schauen, was uns da alles erwartet. Elaine sollte oben im Krähennest sicher sein, fürs Erste. Tja, ich habe eine Mannschaft, eine Karte, ein Schiff und endlich Elaine zurück. Also nehmen wir Kurs auf Blood Island, um den Fluch aufzuheben und Elaine zu retten. Wie wär's, Leute? Lasst uns zu Blood Island aufbrechen. Lasst uns in See stechen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Leute? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Ah, das Meer. Ei, das Meer. Da freut man sich, am Leben zu sein. Ich glaube, das Schiff folgt uns. Hört die salzige Gischt. Im Wasser blinkt das Sonnenlicht. Kein schlechter Tag für einen Seemann nicht. Es ist ein Piratenschiff. Wir müssen es abhängen. In Ordnung, Männer. Folgt mir. Hey, seht, Leute. Ein Wal. Wo? Wo? Das Schiff holt uns ein. Halsabschneider Bill, hiss das Topsegel. Ist das ein Pottwal? Nee, nee, Jung. Sie entern uns. Mannschaft, helft mir hier heraus. Er ist allerdings ein Exemplar der Ketakia-Unterordnung Mystiketi. Ich glaube, du hast recht. Nun ja. Recherieux, Sie sind es also. Was wollen Sie? Außer einem guten Toupet. Ich bin wegen deiner Karte des sagenumwobenen Blood Island gekommen. Und dann werde ich den Diamanten finden, den du erwähnt hast. Der wäre ein prima Briefbeschwerer für mein Schreibpult. Oh, seht! Er bläst! Ah! Ah! Wissen Sie, Glatzkopf, ich werde Ihnen die Karte niemals geben. Ich brauche sie, um Elaine zu retten. Dann muss ich sie dir eben mit Gewalt abnehmen. Dieser Wal ist bestimmt 100 Fuß lang, 30,5 Meter, und wiegt bestimmt 200 Tonnen. Du weißt natürlich, dass in einem Schwertkampf ein scharfer Verstand wichtiger ist als eine scharfe Klinge. Natürlich. Jeder weiß das, Fleischmütze. Bringen wir es hinter uns. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach ja? Nun, du kämpfst wie eine Kuh. Nein, 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 nein. Das ist völlig falsch. Was? Auf dem Meer kämpfen wir ein wenig anders. Auf dem Meer müssen sich alle deine Beleidigungen und Drohungen reimen. Was? Also, wenn ich sage, bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert, sagst du? Ich habe einst Gold bekommen, aber es war nur zinklegiert? Nein, du sagst, das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Wir versuchen das nochmal, nicht wahr? Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ich warte. Ich. Wie ich mir dachte. Du bist ein Amateur am Schwert. Gib mir die Karte. Hier, nehmen Sie sie. Das ist eine Karte? Sobald ich mit der Piraterei in diesen Gewässern fertig bin, geht es nach Blood Island. Bis zum nächsten Treffen. Pipu. Ich muss diese Karte zurückbekommen, oder wir werden Blood Island niemals finden. Danke, Jungs. Ihr wart mir gerade wirklich eine riesige Hilfe. Kapitän? Ja, Mr. McMutton. Wir fragten uns, was für ein Kapitän du bist. Was meinst du, Haggis? Nun, manche Kapitäne sind Männer der Tat. Sie mögen es, völlige Verantwortung und Kontrolle über das Schiff zu haben. Andere Kapitäne bevorzugen es eher, sich auf die geistigen Aspekte des Kapitänseins zu konzentrieren. Der Kapitän, der ein Mann der Tat ist, wird es unzweifelhaft schwerer haben, andere Schurken der See zu schlagen in der schnelllebigen Welt des Schiffskampfes. Dem akademischen Pirat werden Schiffe begegnen, die weniger aggressiv und deshalb einfacher und schneller im Kampf zu schlagen sind. Ich verstehe. Also, Captain Freeport, welcher Typ von Kapitän bist du? Na, das ist doch, also wirklich, Genau. Also, wir wollen es uns ein bisschen schwerer machen.
Ich mag eine harte Seeschlacht genauso wie jeder andere Kapitän. Anspruchsvoller Schiffskampf, wie gewünscht. Natürlich. So, und jetzt? Wie ging das nochmal? Ich glaube, auf die Seekarte schauen? Also, schauen? Nö, mit Richelieu müssen wir uns noch nicht wieder anlegen. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Viel Glück, Junge. Leider wird aber jetzt. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich zittere. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich zittere. Ja, und jetzt haben wir keine Beleidigung mehr. Ist natürlich doof. Dann sagen wir ihm einfach mal die Wahrheit, auch wenn es keine Beleidigung ist, die hier zählt. Du bist hässlich. Ja, ist das Beste, was du zu bieten hast? Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Gut, ich habe keine passende Beleidigung. Mein liebster Werkstoff ist Pappmaché. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Und was gibt's zum Nachtisch? Kompott oder Sorbet? Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her! Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Ich schätze, ich brauche mehr Übung in diesem Schwertkampfzeugs. Wenigstens habe ich es ihnen während der Seeschlacht gezeigt. Genau, immer optimistisch sein. Nein. Ach komm, es gibt doch mehr Piraten als nur die zwei. Oder lege ich mich nochmal mit Richelieu an, um Beleidigung zu kassieren? Mal sehen. Ach nee, das nützt gar nichts. Ich krieg den ja nicht mal aus der Seeschlacht weg. Ich vergaß, da war ja was. Wir haben eine Seeschlacht verloren. Wie erniedrigend für einen erfahrenen Piraten meines Kalibers. Und dennoch waren wir besser. Also wir haben ihn definitiv öfter getroffen. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Dann lernen wir wenigstens ein paar Antworten.
Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Oder nicht? Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ich zittere. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Der kann ja wirklich gar nichts. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Ich wollte ihn sowieso nicht. Dieser schreckliche Fluch lastet nämlich auf ihm. Was? Kleiner Scherz. Wir haben Beute gemacht. Gut, dann investieren wir das doch gleich mal. Ja, wir investieren. Ja. Gewissensbisse wollen wir eben keine machen. Ich schätze, du hast eine wichtige Lektion im Betrügen gelernt. Hab ich bestimmt, Mister. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich. Ich habe ein neues Geschäft und, Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Sie haben mir das Licht gezeigt. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt? Eigentlich schade, dass wir nicht mehr auf die Insel können. Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Threepgood, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Natürlich. Ich glaube, die können wir uns noch nicht leisten. Ich nehme die Ouchmaster. Nun, zahlen Sie in Dublonen, Juwelen oder gefangenen Jungfern? Mein Schiff ist voller Beute. Tja! Der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wenn ich Ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Freibeuters Freund. Die Freibeuters Freund soll es also sein. Ich muss gerade mal im Lager nachsehen. Ja, wir haben sie. Sie werden nicht enttäuscht sein, mein Freund. Meine Mama wird Ihnen schnell die neue Kanone installieren. Wo sie schon einmal dabei ist, lasse ich sie direkt den passenden Betrag aus der Schatzkammer holen und die alten Kanonen abholen. Mama! So muss das. Die Mama macht das wieder. Mama wird's richten. Na? Auf jeden Fall ist die Reichweite schon mal besser. Gegen den Windsegeln ist ganz effektiv. Na, jetzt sind wir wirklich so schlecht wie Richelieu vorhin. Also ich, ihr könnt ja nichts dafür. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Kennen wir überhaupt schon irgendeine Antwort? Ich glaube nicht. Ach doch, hier. Für die kennen wir es. Also du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja? Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache. Du und welche Armee? Mein Mienenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ja. Aber da fehlt uns leider auch die passende Antwort. Bei Haaren in der Suppe bestehe ich immer auf Minderung. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Moment, wie war da gleich die passende Antwort?
Ja, ich glaube, irgendwas mit desinfiziert. Zumindest hat man bei Ihnen keine Frenesie diagnostiziert. Gib mir deinen Schatz! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Einmal probieren wir es noch. Willst du was Bestimmtes? Natürlich. Deinen Schatz oder dein Leben? Viel Glück, Junge! Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Na. Himmel bewahre! Für ein Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Ja, ja. Zeigt die Einnahme der Arznei bereits Auswirkungen? Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Glaube ich jetzt nicht. Bevor es glitschig wird, sind deine Schuhe imprägniert? Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr. Ich will den eigentlich jetzt noch wegmachen. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Okay. Deinen Schatz oder dein Leben? Viel Glück, Junge. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. In Form Aldehyd aufbewahrt, trügest du bei zu meiner Erheiterung. Na toll. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Schade. Das ist die einzige Antwort, die ich seit Jahren kenne. Das einzige Gemüse, das ich nicht mag, ist Chicorée. Bei den anderen muss ich immer überlegen. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Dafür kennt er die Antwort. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Ach ja? Und... Was noch mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich zittere! Ich zittere! Von dir habe ich doch die Beleidigung erst. Du hast gewonnen! Gib mir deinen Schatz. Der Schatz gehört dir! Wir haben Beute gemacht. Sehr schön, dann geben wir das gleich noch aus. Wenn wir einmal froh den Toren sind. Schon wieder da, Mister? Natürlich, wir sind doch erfolgreich. Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Miefmut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Natürlich. Ich nehme die Ouchmaster. Ich nehme die Ouchmaster. Die Ouchmaster soll es also sein. Mama! Gut, und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche nochmal schöne Weihnachten. Und ja, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da und teilt das Video. Und wenn ihr ganz viel Langeweile habt, dann geht ihr auf die Straße und verbreitet die neu gelernten Beleidigungen. Und sagt dann mal, was dabei rausgekommen ist. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.